wir spielen In a Groove. Ein Grove. In a Grove. Was heißt Grove? Heim. Was? Heim? Hain. Hain, okay. Wie ein Ding wie voll auf Bäume. Das ist ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das irgendwas mit Mord zu tun hat, aber okay. Das gibt doch eine doppelte Bedeutung. Kannst du mal gucken. Ist von Oink Games, ist für 2 bis 5 Personen ab 9 Jahre 20 Minuten und ist ein Mikrospiel aus Japan und zwar Deduktion, das kommt auch drin vor, und Bluff. Wenn man es zu dritt spielt, spielen die Xe nicht mit, das wären immer nicht die Mörder. Also wenn man die sieht, die sind nie die Mörder, aber wir spielen es zu dritt, dann sind die raus. Es gibt immer einen Mordfall. Wir versuchen als Detektiv den Mordfall zu lösen und haben Infos, die anderen nicht haben, und versuchen die anderen rauszublöffen oder den Mordfall zu lösen. Und zwar läuft das wie folgt. Das Spiel war übrigens auf dem deutschen Markt 2011 draußen mit unter einem anderen Namen. Da haben wir es kennengelernt. Da war das Material alles aus Pappe. Das hier ist verdammt dickes, edles Plastik. Wenn du es schon mal angefasst hast, das ist echt schick. Ist kein Bakelit, aber ist wirklich hochwertig. Am Anfang dreht ihr alles auf die Bärte. Die da sind schlecht, das sind Minuspunkte, die willst du nicht haben. Die Bärte sind okay, die willst du loswerden. Diese Zahlen hier sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen mal die 5 kurz raus. Am Schluss sieht es immer so aus, dass einer da tot ist und 3 liegen da und wir müssen raten, wer der Mörder ist. Um zu wissen, wer der Mörder ist, musst du verstehen, wie die Mechanik ist. Es ist immer die höchste Zahl, also die 6. Das wäre aber langweilig. Deswegen, wenn darunter die 5 ist, dann ist es die niedrigste Zahl. Dazu muss man aber wissen, dass die 5 drunter ist. Und jetzt, wie die Mechanik funktioniert. Also die Zahlen sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die werden gemischt. Einer von uns ist Startspieler, ich mach den mal. Dann werden die hier einfach wild durcheinander gemischt. Dann kriegt jeder von euch einen. Der den Marker hat, baut den Mordfall auf. Machen wir jetzt mal. Einer liegt. Der Liegende ist die Leiche. Da ist der Mörder dabei. Du darfst dir dein Plättchen angucken. Aber du weißt schon mal eine Zahl, die da nicht ist. Und jetzt geben alle das Plättchen nach links. Damit weißt du eine zweite Zahl, die da nicht ist. Und das ist dieselbe Zahl, die dein rechter Nachbar kennt. Soweit verstanden? Hä? Jetzt gucke ich mir 2 davon an und markiere den, den ich mir nicht angucke, damit ihr das noch wisst. Und jetzt platziere ich diesen Marker und behaupte, das ist der Mörder oder Blöffe. Die Berner darf sich jetzt aber genau den nicht angucken, weil ich da meinen Marker drauf gesetzt habe. Das heißt, sie darf sich nur den angucken oder den. Und die Berner ist dran. Hi Duke. So. Den und den. Ja, ich weiß. Nicht gleichzeitig. Das weiß ich auch. Also beide angucken. Okay. Jetzt legt sie einen Marker. Wenn sie mich überdeckt und ich blöffe, würde sie die Minuspunkte kassieren. Wenn du da noch drauf sitzt, kassierst du die Minuspunkte. Wenn die beide richtig sind, kriegen wir sie los. Das Fiese ist, wenn sie jetzt da einen Marker hinsetzt, darfst du den auch nicht angucken. Immer den, der letzte nicht angeguckt hat. Das heißt, du kannst nur die angucken. Du verstehst den Kern des Spiels jetzt. Und jetzt ist der wichtige Punkt. Den habe ich nie gesehen. Den habe ich getippt und die Bern hat gesagt, das stimmt schon. Sehr gut. Dann wird aufgedeckt. Wir haben hier die 3. Wir haben hier die 4. Oh, perfekt, da hätte es nicht laufen können. Das ist die 5. Das heißt, das ist der Mörder. Ich habe aber geblufft, was egal ist, weil die Berner mitgeblufft hat. Was egal ist, weil du als letzter geblufft hast. Und damit kriegst du alle 3 Chips, weil du halt mitgeblufft hast. Okay. Wenn es aber, wenn du richtig getippt hättest und wir falsch, hätte die Berner sie kassiert. So ist die Mechanik. Und jetzt werden alle wieder da reingetan. Die Berner ist Startspielerin. Das heißt, und die kriegst du nicht mehr los. In dem Moment, wo ich weiß, dass du eigentlich eine fiese Ratte bist, hätte ich tatsächlich wissen können, weil ich wusste, die 2 kann es nicht sein. Ne? Also, ja, aber es ist ja nicht gesagt, dass die 5 drin ist. Das Spiel hat, obwohl es so einfache Regeln hat, 2, 3 Ebenen, wo man blöfft oder blöfft er nicht. Und je mehr Mitspieler mitmachen, umso eher blöffst du. Zu zweit ist es fast nur noch Taktik. Und wann machst du nochmal zu Ende? Sobald einer keine Dinger mehr hat, der hat gewonnen. Okay. Und das sind Minuspunkte, also kannst du auch einen zweiten Platz ausrechnen. Ja. Was wichtig für uns beide ist. Und die werde ich auch nicht mehr los, ne? Nee. Mhm.
Aber der Mörder muss aber immer drunter. Nein, die stehen da drauf. Die tragen den nicht. Sie stehen aber auch nicht auf ihm. Doch, die trammeln auf den rum. Die durchsuchen ihn. Musst du dir dreidimensional vorstellen. Klar. Du bestimmst, welche ich angucken darf. Das ist auch immer ein wichtiger taktischer Punkt. Weil den hat die Banner nicht gesehen. Und den hat sie gesehen. Oh, ihr seid richtig, tippe ich mal. Weil die 5 liegt hier. Ja, weiß ich. Aber die Banner weiß das nicht. Das ist die 6, das ist die 2, das ist die 3. Alle richtig, alle raus. Startspieler wechselt. Es geht sehr schnell, wie man sieht. Hallo Olli, wie geht's dir? Gute Olli. Jetzt fange ich auch schon eine gute. Moin. Rote Kathedrale müssen wir noch spielen. Steht noch auf der Liste. Also ich habe es ja gespielt mit Bernhard, aber wir spielen es noch. Danke übrigens für die Zusendung. Hat uns sehr gefreut. Wir schicken es dir wie versprochen zurück. Weil Rote Kathedrale hat es leider nicht geschafft, fertig zu sein. Und wir dürfen das Exemplar vom Spielevater spielen, was ich überall betone und Werbung für Olli macht, dass er so ein toller, cooler Hecht ist, uns das Exemplar zur Verfügung zu stellen. Können wir noch ein bisschen tauschen, da habe ich mir Infos. Nur um es bei uns zu streamen. Ich habe die Zahlen vergessen, die ich mir angeguckt habe. Ja, das ist dumm. Da kannst du nochmal drunter gucken. Ja, jetzt weiß ich kann auch den wählen, den ich mir nicht angeguckt habe. Ne? Ja. Damit bestimmst du, welche ich angucken darf. Oh. Du sagst den da. Völlig entspannt hier. Ja, ist entspannt. Jetzt im Moment mal spielen wir ein paar Absacker, die wir nicht angekündigt haben. Wir haben vorher Prag. Du hast dir die zwei angeguckt. Prager Caput Regni gespielt, da waren sehr viele im Stream und das hat uns auch sehr gut gefallen. Tatsächlich. Ja, das war ein sehr ordentliches Spiel. Das werde ich mit der Bernhard demnächst nochmal zu zweit spielen. Ich glaube, das gefällt dir auch. Das war sehr gut. Das Loop war auch gut. Und wenn man es gespielt hat, kann man es auch super gut erklären. Ja, das ist wirklich sehr eingängig. Das Loop war auch gut. Und es hat auch nicht allzu viel Verwaltung. Also ich finde halt wirklich die Strong 100 viel Verwaltung. Ich glaube, wenn man es gespielt hat, geht es auch schneller. Aber ja. Prager hatte nicht allzu viel Verwaltung, fand ich jetzt. Ich werde gerade sehr rot. Ja, ist doch okay. Aber du machst ja auch was Gutes. Muss man auch loben. Oh. Spielevater.de, guck da vorbei. Super Seite. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ach, das ist eine 7. Oh. Und es gibt noch eine 4. Nee, das wusste ich nicht. Damit haben wir beide falsch und dann kriegen wir selbst die zurück. Das ist natürlich logisch. Ne? Ich habe noch überlegt, ob da die 5 liegt. Ja, die Bernhard auf den Startspiel-Dings. Ich hatte echt Sorge, dass die 5 sogar hätte. Nee, den krieg ich. Aber. Quasi, Gott sei Dank nicht. Chaka, Chaka. Ich habe die 4 ja nicht gesehen. Naja. Ich habe es kurz überlegt. Es hätte auch die 8 sein können. Ja. Das Tolle ist, zu zweit funktioniert es tatsächlich auch. Da ist das Bluffen nur extrem gefährlich, weil zu zweit liegt dann einer offen, den beide kennen, und den einen Verdeckten kennt man. Den hast du nicht gesehen. Und wenn man es mit mehr spielt, dann sind halt welche drin, die unschuldig sind. Wenn du die gesehen hast, weißt du halt, die sind es nicht. Oh, das ist uncool. Das ist cool. Ich finde die Kernidee super. Wir haben es damals schon gut gefunden, aber es braucht 2-3 Runden, bis man es verstanden hat. Und das Material ist ja jetzt total so geil, dass du, da könnt ihr jetzt Wasser oder Cola drüber schütten, das wäre nicht schlimm. Ne? Das kannst du alles abwaschen. Also ach, das sehr gut für Bar und Kneipe. Das ist schon wieder schlecht für mich. Ich denke, die 8 ist halt nicht drin. Ne? Das ist jetzt das einzigste. Die 2 raus. Sehr gut, das wusste ich nicht. Ey, die 8 habe ich wusste, dass sie draußen ist. Aber. Ja, aber ich nicht. Ich habe es einfach gehofft. Ja, das ist so, ich finde, der Andi muss jetzt mal ein paar Minuspunkte da testen. Nein, nur er. Nur er. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber das wäre ja auch wieder nur das Unentschieden. Das stimmt. Dann kommt das Schnickspiel. Kooperatives Spiel. Und dann verliere ich das Schnickspiel. Nee, den darfst du behalten. Ich
möchte es mal sehen, aber ich darf nicht. Ja. Und hat die Berner recht oder nicht? Oder was der? War Selbstmord. War Selbstmord. Ist da die 8? Nee. Nee. Also warte, ich habe auf dich draufgelegt. Den krieg ich. Der ist mir. Gott sei Dank. Ah, es ging auch noch. Ja, so war doch geplant jetzt, ne? Nee, nee, nee. So wollte Berner das haben, hat sie mir gesagt. Ja, so wollte ich es haben. Leider ja. War gut. Nee, aber nee, nee. Ah. Das ist ja nur Zufall, da kann man noch nicht. Ach, übrigens hier der Beweis. Ja. Ich kann auch mit rechts blinzeln. Das ist der Mann, der Bier. Ich kann das auch hier nicht alleine zumachen. Der Beweis, ich kann damit. Das war doch in meinem Podcast. Die Chips sehen fummelig klein aus. Findest du? No, finde ich nicht. Also die sind so groß wie. Und sind stabil. Wie deine Fingerkuppe und es stabile, dicke Plastikchips. Nehmen wir den dabei, wenn ich falsch bin, kriege ich wenigstens meinen eigenen. Finde ich, dass sie größer sein müssen, Olli. Ich weiß nicht, was für Finger du hast, aber tatsächlich finde ich das nicht so. Ist doch die 7 oder. Nee, es muss die 8 sein. Also geblöffte Sau. Ja. Wollte schon sagen, es muss die 8 sein. Ja, an den einen hast du auch noch. Der ist noch umgedreht. So, jetzt ist aber gleich rum. Ja, Gleichstand aktuell. Da. Alle drei. Da. Gibt es einen Decider? Nee, kannst du ja nicht. Nee. Wurstfinger. Wie gesagt, das sind keine Chips, Olli, ne? Das ist verdammt dickes Plastik. Also das ist schon. Und es fühlt sich fast so an wie Baguette, es fühlt sich leicht rauer an. Ich finde, es fühlt sich sehr angenehm an. Oh, das ist fies. Oh, das ist fies. Ja, das Double ist, das stimmt. Darf man es drunter? Schnell. 6, 4, 3. Was passiert denn dann? Oh, das hatte ich noch nicht. Aber jetzt haben wir alle drei Minus, ne? Und ich kann nicht mit den Wurstfingern verstehen. Wir haben vorhin mit der Ayana und dem Helge Zauberberg gespielt und wir waren ganz klar im Nachteil im Teammodus gegen Andi und Helge. Der Spieler mit den meisten Minus-Chips ist der Loser. In Case of a Tie, der Spieler mit den meisten Minus-Chips seiner eigenen Farbe ist der Loser. Das ist Berner. Was dann leider ich Zweiter bin und du Erster. Das kann doch nicht sein. Ich hab gewonnen! In einem Spiel, was ich sehr, 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 sehr gut finde, verliere ich. Das gibt's doch nicht. Der Olli schreibt Wurstfinger und Feinmotorik, Intoleranz. Ja, absolut. Also aber es ist kein Geschicklichkeitsspiel, Olli. Also, weißt du spielst so ein, es ist kein wirkliches Spiel, aber du denkst, aber kannst du ja auch die Kugel so anschneiden, dann rollst du da hin, wo sie hinrollen soll. Denkst so,
Ich habe heute nicht gestreamt. Ich habe Wurstfinger, Ayana hat kleine Finger. Und dann kommt er noch mit: Dr. Jürgen Kahler hat es geschafft, mit einer Murmel drei Figuren rauszubringen. Hat er behauptet im Stream, ja. Ja, der kann die Regeln nicht. Im Podcast. Also, das ist Oink Games. Ich finde es super. Ich fand es damals gut. Es hat sich in Japan gut verkauft. Ich finde es ein fantastisch gutes Spiel. Es ist mit Tiefseetaucher wahrscheinlich mit eins der besten Spiele, die Oink im Programm hat. Das Material ist super, der Preis ist super. Es ist kein Plastik, es ist Plastik, aber es fühlt sich einfach, es fühlt sich anders an. Also da kannst du ein Auto fast durch. Die sind nicht draufgedruckt, die sind reingepresst und noch Farbe rein. Besser geht's nicht, tut mir leid. Ich liebe das Spiel, das ist cool. Man kann sie überall spielen. Chips, die sind wirklich relativ dick auch. Groß sind sie jetzt nicht, ja, das stimmt, aber es geht. Es hat den einzigsten Nachteil, es geht halt nur zu zweit bis zu fünft und nicht zu sechst. Das ist der einzigste Nachteil, den ich mir vorstellen kann. Ansonsten finde ich es grandios gut. Top japanisches Spiel und man braucht nicht viel Platz. Kann mich absolut nur anschließen. Was kostet das? Weil ich glaube, das ist schon die zweite. Ich schätze mal so, die 18 Euro. Ja, das ist glaube ich schon die zweite Größe. Ich glaube, Tiefseeabenteuer ist kleiner. Sie haben auch ihre Preise erhöht jetzt wahrscheinlich auch wegen der... Ja, ich glaube, Tiefseeabenteuer ist kleiner und das hat schon 18 gekostet. Es kann sein, dass es 22 bis 25 kostet. Ja, ich glaube, das ist nämlich schon die Größe. Wäre es dann aber auch wert. Ja, vom Material, ja. Vom Material her dann. Ich guck mal. Aber ich glaube, das ist teurer. 20 Euro. Oh, das wären doch früher 18 gewesen, aber Tiefseeabenteuer hat doch eine kleinere Schale. Nee. Ist sie genauso breit? Ja. Ich dachte, die wäre schmal. Ja. Und da ist sogar, guck mal, selbst da haben sie dran gedacht, nein, du sollst es da legen. Das Ding ist nämlich nicht für umsonst da. Die ja, sehr schnell gespielt, wie ihr seht. Top-Material. Matthias hat es auch überzeugt. Leitung. Ich habe das echt schon so oft gespielt. Wir haben es jetzt zu zweit, das ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling. Ich würde es gerne, ich habe schon ewig nicht mehr zu viert oder zu fünft gespielt. Ich würde es gerne die Tage nochmal zu viert oder zu fünft spielen, weil dann ist das fiese, dieser Bluff-Faktor kommt dann viel mehr noch zum Tragen. Ne? Matthias hat da hingelegt, Bernhard hat da hingelegt, ich habe da hingelegt. Oh, was macht dann die Niki, was macht dann derjenige? Da liegen schon vier Chips. Das ist dann tatsächlich dann schon knallhart. Ja, das war Oink in a Grove. Games in a Grove. Und es war mal drauf als Hatari oder Hatamari oder so. Und das waren die zwei Oink-Spiele, die uns vorliegen. Es gibt noch im Prinzip eine überarbeitete Fassung, die anders funktioniert als Tiefseeabenteuer. Nämlich das, wie heißt denn das andere? Moon Adventure. Da freue ich mich total drauf, aber es liegt uns halt leider aktuell noch nicht vor. Und das Scout soll ein tolles Kartenspiel sein, was wohl Anleihen an, man darf die Karten nicht sortieren und man muss sich dauernd überbieten, hat. Und die zwei liegen uns leider noch nicht vor. Aber das sind zwei super asiatische Spiele, die wir auch im Podcast bei Beeple, den ihr dann bei Beeple runterladen könnt, mit den ganzen anderen Podcasts zur Messe, auch besprechen im Asia-Podcast. Okay, dann Sarish. Soweit, so gut. Wir gucken mal, was wir jetzt noch als Absacker spielen, weil ich kriege ja jetzt wieder so einen Loser-Button. Nimmst du jetzt den für Berner, ja? Ah, nein, ich habe ihn ja. Also ja, theoretisch wird noch Berner kriegen, das stimmt natürlich. Ja, einen hat sie ja schon. Ach so. Ja, komm, dann kriegst du noch einen zweiten. Dann kriege ich aber keinen. Ja. Wäre leicht unfair. Nee, aber du bist nicht Letzter geworden. Ich bin nicht Letzter geworden. Wir müssen noch eine Regel spielen. Na gut, okay. Wir haben ja noch ein paar. Dann gucken wir, was wir als nächstes von Stream knallen. Wir haben ja noch so ein paar Sachen. Mal gucken, was da rauskommt.